Hallo, ihr Querlinger. Markus Reich ist an der Treppe der vergifteten Korridor Level 8 auf Level 9, unbekanntes Level. Und euer kleiner Quer kann nicht schlafen. Es ist gerade 4.25 Uhr und ja, ich dachte mir, wenn ich schon nicht schlafen kann, dann kann ich mich genauso gut von irgendwelchen Monstern in Vaporum verdreschen lassen. Und ich weiß, dass es eine ganz, ganz schlechte Idee ist und deswegen werdet ihr bei all den Videos, die jetzt in dieser Aufnahmesession entstehen, wahrscheinlich sehr viel Spaß haben. Aber ich weiß es halt irgendwie nicht besser. Oder ich weiß es doch besser, aber ich will es nicht anders haben. Es wird rot, grün auf rot. Das ist wenig vertrauenserweckend. Fumium-Experiment. Oh, und nervenzehrende Musik. Sieht ein bisschen aus wie auf einem Raumschiff, einem rostigen Raumschiff. Oh, die Musik. Naja, speichern. Laura, was hast du hier angestellt? Fumium-Experiment, da haben wir's. Laura. Die Hexe, die Oberhexe und Ehefrau. Wie soll ich denn an diesen komischen Rohrleitungen Geheimverstecke erkennen? Ach du Scheiße. Oh, oh, oh. Ah! Komm doch, du Affe! Oh, er kommt ja. Oh my God, what was that? Sorry, Mio. How do you like my little minions? They serve me well. And you, you will too very soon. Laura, I recognize your voice, but how can I hear you? How are you doing this? What have you become? You're so pathetic! Laura, weißt du, was ich mit dir mache, wenn ich dich beim Wickel habe? Du bekommst das, was du am allermeisten auf der Welt wünschst. Einen Fumium-Einlauf. Oh, wie ich dieses Vibe allmählich hasse. Ich brauche jemanden zum mich hochheilen. Also, ja genau. Jemanden, der mich nicht so ankratzt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Nochmal speichern. Ein kleiner Gegner, den ich ausmanövrieren kann. Keinen Hebel. Will ich alles gar nicht haben. Geht das hier auf? Nö, das ist irgendwie zu. Triebwerksraum. Aha. Was denn für ein Triebwerk? Wieso braucht denn ein Turm ein Triebwerk? Es sieht ja schön aus. Aber es ist nicht schön. Arena! Speichern! Na, kommt schon! Och, du Scheiße! Das ist wieder so eine Arena, wo ich nicht abstürzen darf. Was werde ich tun? Abstürzen? In Panik, schreiend. Wann kommt die Viechter? Das ist der Aufzug. Er blinkt grün und will mich nach oben bringen. Hahaha! Ich gehe noch ein Feld vor und dann geht das Ding zu und hier ist alles im Argen. Oder auch nicht. Warnung. Gelände für experimentelle Tests. Tödliche Strahlenwerte. Vor dem Betreten unbedingt Hazmat-Anzug tragen. Der Anzug muss jederzeit getragen werden. Okay. Ach, das ist wieder eine Ebene, die eine Ebene hat. Also eine Subebene. Okay, ich brauche einen Hazmat-Anzug. Anzug. Das war nur Munition. Das ist eine Tür, richtig? Da kommen gleich Viecher raus. Ist ja gar keine Arena. Komm schon. Oh, ja, stimmt ja. Ihr könnt das ja.
Oh, ihr seid ein bisschen viele, wisst ihr das? Okay, die Schwierigkeit besteht darin, dass ich mich hier in eine Sackgasse manövriere. Toll! Warum sauge ich ins Leere? Lass ihn doch kommen. Es geht doch alles einen Gang, wenn man sich konzentriert. Nächster Arsch. Ja, gesünder als eh und je. Oder vielmehr bei Kampfbeginn. War's das jetzt? Das war die erste Gemeinheit, die habe ich überlebt. Spiele lässt nach. Okay, jetzt bin ich da schon in den anderen Gang hinten reingerannt. Das wollte ich gar nicht. Da bin ich froh, dass ich da nichts gepullt habe. Nichts Schlimmes. Also da ist ein Hebel. Was macht denn der? Da komme ich gar nicht hin zu dem Hebel. Aha. Also doch hier lang? Das sieht auch so Arena-ich aus. I need a key. I need a key. Ein schlossdicker Rüssel wird gesucht. Und diese Musik, die macht mich wahnsinnig. Das ist nur eine Wohneinheit. Geh weg. Geh weg! Zum Glück sind die nicht so mit dicken Lebenspunkten ausgestattet. Aber mir stehen gerade sämtliche Haare zu Berge. War der unsichtbar oder kam der von der Seite? Kam der durch den Teleporter? Ich weiß es nicht. Merkwürdiges Meeting. Was ist das? Ein hochwertiger Protektor. Das ist das, was ich da unten trage. So, und dann die Kügelchen. Hier kann ich noch hingehen, bevor ich mich irgendwo hinbeame, wo ich nicht sein möchte. Ich lese mal kurz dieses Ding. Was ist? William Bond, ein neuer. Merkwürdiges Meeting. Das Meeting heute war äußerst merkwürdig. Rikes Ehefrau Laura hat sich geweigert, ihre Ergebnisse zur Fumium-Forschung mit ihren Kollegen zu teilen. Und dabei kam die Aufforderung direkt vom leitenden Offizier Rike. Ehefrau oder nicht, er sollte sich ihrem Willen nicht so einfach beugen. Eigentlich sollte er ihr überhaupt nicht nachgeben. Ich verstehe ihre Beziehung nicht mehr so richtig. Bis vor kurzem war sie noch eine Stofffeldforscherin mittleren Ranges. Ich bekomme langsam das Gefühl, dass Shrike hier nicht mehr das Kommando hat. Anscheinend hat sie es jetzt. Und irgendetwas stimmt mit ihr definitiv nicht. Ja, ist eine Hexe geworden. Hexe, Hexe, Hexe. So. Also, da ist ein Teleporter. Kann ich rein? Habe ich verstanden. Was ist das da? Eine Tür. Speichern. Arena. Ganz klar. Ich habe doch keine Lebenspunkte. Oh, Schaden. Und dicke Affen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich muss hier laufen. Scheiße. Ach, die kratzen mich. Oh, ich kann gar nicht zur Seite. Ja, das ist der erste Tod, ganz sicher. Oh Mann. Versuch Nummer 6. Das Hauptproblem ist der neue Gegner. Oh, und dieser Dreck sagt er mich gleich hier. Oh. Okay, ich bin sowas von tot. Versuch Nummer 12.
Ich habe noch keine gute Taktik parat. Oh. Oh. Und verblutet. Ich bin verblutet! Versuch Nummer 13. Heilung. Okay, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ich hab den ersten. Und ich bin halbwegs heile. Ich sauge ins Leere. Scheiße. Und ich bin gleich tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich war heile und ich bin tot. Ich sauge ins Leere. Warum mache ich das? Das macht gar keinen Sinn. Ich bin tot. Versuch 14. Versuch 14. Ich kann dreiern. Ey, wie... Wieso kann ich denn nicht Leben absaugen? Scheiße, scheiße, scheiße. Das Vieh kommt. Oh. Scheiße. Oh. Wow. 14 Versuche. Speichern. Ich bin nicht sicher, ob es im wacheren Zustand schneller gegangen wäre. Fies, fies. Ich brauche Heilung. Ganz dringend. Ach, hier ist noch so ein... Ach so. Das sehe ich jetzt erst. Scheiße. Moment mal, wo war ich das andere Gadget? Es gibt so ein Gadget, das mir hier das Nahkampftempo... Nein. Das da. Oh, ich bin zu langsam. Ah, ich krieg dich klein. Oh, aber du mich auch. Scheiße. Bum, 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 bum. Ach, hier, frissen Kanister. Ich mache ja dicken Schaden eigentlich. Kritisch. Haha, Drecksding. Da gibt's noch eins. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass die ja auch noch sind. Wow, da habe ich echt Schwein gehabt gerade. Aber ich mach dich kalt, das glaubst du. So. Konzentration. Okay, da war die Waffe noch nicht geladen. Laden, laden, laden. So, jetzt mache ich den Buff neu. Kritisch. Okay. Fumium erhalten. Huhuhuhu. Und dann bitte wieder diesen... Dieses Gadget, das ich nicht benutze, obwohl ich es benutzen sollte. Aufladen, also tauschen. Speichern. Okay. Hier mal noch die Karte aufdecken, der Vollständigkeit halber.
Ich finde ja garantiert keine Geheimverstecker, kein einziges werde ich hier finden. Was bist du für ein garstiger Gang? Ein Gaga? Oh, jetzt kommt doch wieder so ein Jumpscare. Hallo, Laura. Ach so, ich muss ja geradeaus weitergehen. Es geht nicht anders. Also die nächsten zwei Felder gehen noch geradeaus. Danach geht's irgendwo hin. Was ist denn das für eine Ecke? Ah, okay. Die Scheiße. Ich bin gar nicht da reingelaufen. Das ist gemein! Ich komme nur ein Feld vorwärts. Was muss ich denn drücken? Das ist erstaunlich. Ich gehe hier auf das Feld, dann drücke ich vorwärts, es passiert nichts. Ich drücke vorwärts, es passiert nichts. Ich drücke vorwärts, dann bin ich da. Was macht er denn, wenn ich die beiden Male vorwärts drücke zwischendrin? Er macht dann... Ja, sich drehen kann er nicht, weil... Oder? Vorwärts, Drehung, Drehung. Oh, was doch, es könnte sein. Das heißt, ich sollte vorwärts? Oder soll ich rückwärts reingehen? Wenn ich rückwärts reingehe und dann rückwärts gehe, dann dreht er sich ja rum und dann muss ich vorwärts gehen, richtig? Rückwärts, rückwärts. Rückwärts. Jetzt muss ich wieder umdrehen. Vorwärts. 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 Es hat nicht funktioniert. Ich bin auch keinen einzigen Schritt vorangekommen. Rückwärts. 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 Da lässt sich so leicht nicht austricksen. Ich habe auch, also, Moment mal, hä? Nein, immer mit mal. Ich gucke jetzt nach Norden, richtig? Sind wir uns einig? Und jetzt gehe ich gehe jetzt nach rechts, 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 rechts. Jetzt gucke ich nach Süden. Der dreht mich um 180 Grad. Aber genau das habe ich noch mit dem Rückwärtsgehen jetzt gerade austricksen wollen. Ich gucke jetzt nach, was ist das? Westen. Nach links. So. Jetzt dreht er mich. Jetzt dreht er mich. Jetzt gucke ich eigentlich in die Richtung, die ich gehen will. Jetzt müsste ich geradeaus gehen, um durchzukommen. Jetzt hat er mich noch zweimal gedreht. Jetzt gehe ich rückwärts. Okay, ich bleibe ganz lange drin. Ich glaube, das kann man nicht überlisten. Da brauche ich irgendwas dafür, weil er hier an der Stelle... Ich habe da aber jetzt gerade gleich ganz lang drin, weil ich immer zwei vor, zwei zurückgelaufen bin. Und er dreht mich dann irgendwie immer. Also ich bin rückwärts rein. Dann zwei Schritte versucht, rückwärts zu laufen. Dann weiß ich ja, dass er mich dreht. Und dann bin ich vorwärts gelaufen, zwei Schritte. Dann hat er mich wieder gedreht. Dann wüsste ich, dass ich wieder in die Richtung gucke. Dann bin ich wieder zwei Schritte rückwärts gelaufen. Dann hat er mich wieder in die Richtung gedreht und so weiter. Aber ich bin niemals auch von diesem Feld weggekommen. Weil, wenn ich auf diesem Feld bin und dann weitergehen will, also gesetzt den Fall, ich gucke in die richtige Richtung und drücke auch die richtige Taste, dann nutzt er mein Kommando, was ich auf diesem Feld mache, immer nur, um mich zu drehen.
Und ich komme von diesem Feld nur runter, wenn ich gerade in die Richtung, also nach Westen gucke und dann geradeaus laufe. Sonst komme ich da nicht runter. Das habe ich gerade ausprobiert. Das heißt, ich komme hier an der Stelle im Moment nicht weiter. Ich muss etwas deaktivieren. Ich muss irgendein Gadget haben oder so. Habe ich ein Gadget, was mir da hilft? Ich habe doch irgendwie hier. Ach, was habe ich denn? Manipulator. Nee, ich glaube, ich habe nichts. Wächster. Wechselt deine Position mit einem Gegner vor dir. Das mit dem Wechseln kann man übrigens gut benutzen, wenn man gerade festgeklemmt wird. Und ich glaube, mal ganz ehrlich, ich habe ja in fast jedem Spiel Probleme mit der Defensive. Deswegen werde ich den nicht benutzen, wollte ich sagen. Und stattdessen werde ich den Manipulator mal versuchen zu benutzen. Was mir jetzt freilich nicht gelingt. Oh, toll. Okay, gleich. Na gut, dann geht es jetzt hier weiter, nicht weiter. Und dann muss ich da wieder zurück und dann gehe ich nach Süden. Genau. I need a key. Rostiger Schlüssel, schon wieder. Also, ich will den Wächster, nein, den Manipulator will ich. Wo ist denn der? Wechsler? Hier. Dich will ich da haben. Ich brauche zwei rostige Schlüssel, um hier weiterzukommen. Vielleicht muss man ja hier und da und. Na, da ist ja der Teleporter, stimmt. Ach, keine Ahnung, was man da muss. Hier vorne geht's vielleicht weiter. Oh, Feuerball. Ganz nah. Oh je. Das ist nur eine Tür. Geht die auf? Ich habe keinerlei irgendwas hier. Speichern. Ich krieg die gar nicht auf. Toll. Das Level der zerschossenen Türen. Wo kann ich denn überhaupt lang gehen? Ich kann durch den Teleporter gehen. Aber da lande ich garantiert in einer Arena und werde gleich so richtig von vorn bis hinten werde ich da. Was ist denn mit diesen beiden Türen? Ich möchte gerne so viel wie möglich von dieser Etage erforscht haben, bevor ich zu einem dämlichen Teleporter laufe. Ich muss jetzt geradeaus und dann links. Die Tür war aber nicht zu öffnen. Es sei denn, ich habe kolossalerweise einen nahegelegenen Hebel übersehen. Da ist aber keiner. Und den kann ich nicht angrabbeln. Also muss ich zurück, da waren noch zwei Türen. Da geradeaus vorne links ist eine Tür. Geht aber auch nicht auf. Oh Mann. Und hier geht es auch nicht auf, weil ich da nur diesen Hebel habe und der klemmt, weil das ist ja oben rot. Ja, das war schon immer so. Okay, dann kann ich jetzt nur durch den Teleporter. Ich habe gar keine andere Möglichkeit. Alles andere ist irgendwie nicht zugänglich. Das ist doof. Aber gut, ich hab's verstanden. Teleporter ins Glück. Ja, von wegen. Das ist falsch. Warum sagten ihr nichts? Ich muss doch da rein, wo die drei Wege sich kreuzen.
Eigentlich ja vier, aber ich komme aus dem vierten, deswegen drei. Und das war rechts rum. So, speichern. Wo bin ich? Da. Vor mir ist eine Platte, das ist nicht gut. Der Knopf macht gar nichts. Ich stehe auf einer Platte, habe ich gesehen, ja. Und? Was macht das? Böses? Das hier ist keine Platte. Es scheint ein Rätselraum zu sein, auch wenn ich da noch nicht ganz sicher bin. Bisher keine Gegner da. Jetzt, mal wieder, war das Licht nicht gerade grün? War das nicht schon mal grün? Das da? Oder bilde ich mir das nur ein? Oh Mann. Hier ist eine Tür, die kann aufgehen. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Und ich habe im Übrigen auch keinen Ziegelstein. Bisher passiert mit dem Spiel eigentlich immer zu viel bei so solchen Stellen, aber hier passiert gar nichts. Was könnte das Ziel sein? Das Ziel könnte sein, dass ich über sämtliche Platten einmal drüber trete, bevor ich eine Platte doppelt betrete. Das wäre irgendwie ein Rätsel, das man machen könnte. Ich habe hier zwei. Jetzt könnte man meinen, er geht halt als Spirale. Also, wie soll ich sagen? So, 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 so. So, 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 so. Jetzt komme ich da nicht rein. Weil die Wände hier, das hat ja was zu sagen, irgendwie. So. Man könnte hier hinter. Aber die Frage ist ja, welche. Spielt die Reihenfolge eine Rolle oder ist die Reihenfolge egal? Weil es könnte ja mehrere Lösungen geben hier für das Problem. Also hier hoch, ist hier runter, dann da, dann hier bis dahin. Dann hier, 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 hier. Da komme ich da. Es geht auch nicht. Also das mittlere Ding ist ein Problem. Also hier drauf, hier, hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Da habe ich sie doch alle, richtig? Also, nochmal. Da, 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 da. Da, da, da. Da habe ich erstmal die hier alle. Dann hier rein. Da rum. Da, da. Und dann habe ich sie da alle. Das müsste funktionieren. Also geradeaus, rechts. Oh je, das kriege ich doch nicht hin. Jetzt bin ich über alle Platten genau einmal drüber gelaufen. Meiner Meinung nach. Getan hat's nichts. Super.
Oh ja, dann muss ich mal drüber nachdenken, wie das weitergeht und vielleicht fällt mir was ein. Bis zum nächsten Teil. Bis dahin.